Hi Leute, ich möchte einen Lautsprecher bauen hier. Also quasi einen Lautsprecher, das ist so ein Sony-Lautsprecher. Der stammt aus dem Sony ICF 7600. Da ist aber die Batterie, die Batterien sind ausgelaufen. Da sind die Batterien in die Membran gelaufen und haben hier die ganze Membran kaputt gemacht. Und jetzt versuche ich dann eine neue Membran zu bauen mit neuer Spule. Ich habe Kupferlackdraht, ich habe Papier, ich habe eine Schere und ich habe Klebstoff. Mal schauen, ob das mit dem geht. Kann sein, dass der anfängt zu rosten. Ohne Lösungsmittel hier, 90% naturbasierte Inhaltsstoffe. Es kann sein, dass der das Eisen rosten lässt. Aber gucken wir mal. Hier habe ich schon mal Papier aufgerollt, also einen Papierstreifen hier runtergeschnitten. Und den hier aufgerollt, so viel wie reingegangen ist. Jetzt müsste ich die innere Lage hier verkleben und dann die äußere Lage abwickeln und versuchen, ob ich da Kupferdraht schön gleichmäßig aufgewickelt bekomme. Was ein bisschen, naja, ist. Man muss hier wickeln eigentlich. Vielleicht sollte ich das dann ein bisschen rausziehen und dann da Kupferdraht drauf wickeln, dann ein bisschen verkleben oder so. Aber erstmal muss ich da noch zweimal abwickeln. Ich habe aber jetzt mehr aufgewickelt, damit das innere Papier wirklich innen genau anliegt. Und jetzt versuche ich das innen erstmal zu verkleben. Also ich versuche jetzt erstmal, ich klebe jetzt erstmal hier die Lasche da, die innere Lasche da, die hier die innere Lasche, die versuche ich jetzt festzukleben. Diese innere Lasche hier da, dass ich hier ein bisschen Klebstoff drauf mache, dass das hier schon mal festklebt. Ja. Und ja, damit ich den Durchmesser hier habe, dann muss ich dazwischen am besten hier zwischen Klebstoff reinmachen. Und dass ich allerdings nur einmal das Ende hier festklebe, dass ich es wieder abwickeln kann. Weil da, wo ich jetzt so viel Papier rumgewickelt habe, ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Mal rumgewickelt. Ich glaube 3 Mal. Da muss ja der Kupferlack gerade noch drauf. Und ich hoffe, der geht rein, dass ich da einmal Kupfer, eine Spule einfach mit Kupfer da aufwickeln kann, dass es nicht kratzt dann. Also, dass es möglichst nicht scheuert. Ich schaue mal, ob das klappt. Die Membran hier, die muss ich dann auch noch machen, aber erstmal das Ding da irgendwie hinkriegen, wo ich dann die Spule aufwickel. So, das mit der Spule ist doch recht schwer. Ich habe jetzt hier noch eineinhalb Papier. Ich habe hier den Draht, lasse ich da reingehen. Dann habe ich das da verklebt und das sollte rausgehen hier. So, dass ich da unten eine Spule wickeln kann. Ich sollte den vielleicht noch ein kleines bisschen tiefer da rausgehen, weil die Spule muss ja da eintauchen. Ja, ich mache das mal ein kleines bisschen tiefer unten den Draht noch und dann schaue ich, dass das hier klebt. Dann muss ich schauen, wie ich den gleichmäßig rumgewickelt bekomme, ohne dass er schleift. Was sehr schwer wird. Ich glaube, das geht gar nicht. Der wird schleifen. So, ich habe jetzt da nur 10 Windungen mal aufgeklebt, mit Klebstoff ein bisschen zusammengeklebt. Mal schauen, ob das geht. Jetzt lasse ich den Klebstoff erstmal hart werden. Da kann ich dann nochmal eine kleine Lage Klebstoff drüber machen. Ich hoffe, das passt. Das geht dann auch da rein dann. Ob das geht, werde ich sehen dann. Ja, das werde ich dann sehen, ob das geht. Ja. So, es ist nicht ganz gerade geworden. Die Spule geht da auch nicht ganz rein, weil die etwas zu groß ist. Jetzt habe ich vor, das da trotzdem anzukleben und es so, dass das Papier, hier sieht man es ein bisschen, jetzt abfällt in die Mitte. Die Spule liegt da auf, ist aber nicht da drin. Und das habe ich jetzt mal festgeklebt hier, von hier. Und wenn das jetzt trocken ist, dann drehe ich das um, nehme das da, die Membran mitsamt der Spule raus und klebe die ringsrum noch fest und dann lege ich die wieder drauf. Schau, dass die Spule den Magnet nicht berührt und klebe das dann außenrum fest. Und schau dann mal, ob das Sinn macht, ob das was bringt. Ja, da die Drähte sind noch lang genug, die kann ich dann an den Lautsprecheranschluss hier anstecken oder anlöten und dann, ja. Schauen wir mal hier. Da ist die Spule drin. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Hier ist Papier. Genau, und da muss ich es noch kleben. Da ist das Stück da. Schaut etwas schief aus. Hier, schauen wir mal, ob wir es dann noch besser sehen. Genau, hier ist da die Spule. Da ist die Spule und da ist der Magnet. Da die Spule. Und das klebe ich jetzt mal genau da auf das Papier hier drauf. Das Papier mit der Spule nehme ich dann wieder ab und schaue, dass es dann ganz leicht mit minimal Spalt da drüber ist. Weil da drüber ist nämlich auch schon ein gutes Magnetfeld. Hier die Münze, die hält nur durchs Magnetfeld. Aber die auch gut Abstand hat. Also vielleicht hat er dann keinen so guten Wirkungsgrad, aber das sollte funktionieren, der Lautsprecher.
gucken wir mal, ob wir so einen Lautsprecher, ob die Membran mit Spule selber wieder bauen können und ob das funktioniert. So, ich habe jetzt mal erster Test. Ich habe das jetzt nur mal da drauf gelegt, am Philips Tornado Radio angesteckt. Wir wollen aber hinter die Fassade schauen und denken, was passiert hinter. Wir sollen nicht die Fassade verändern, sondern was dahinter ist und warum das nicht geschieht. Sogar. Sondern was du für diese Dreharbeiten. Aber die Spule näher da, weiter da reingeht, in und um dieses Haus herum, wird lauter. Passiert quasi hinter der Fassade der Menschen, wenn es um dieses Geburtshaus geht von Adolf Hitler. Hier, da ist die Membran. Hier. Da habe ich die Spule drauf gemacht, draufgeklebt, hier. Dann das ist der alte Lautsprecher. Einfach eine Spule mit 10 Wendungen. Ist nicht ganz so effizient, das aber es geht. In Österreich und eigentlich auch oft in Deutschland sehr bequem ist, wenn das perfekt zu produzieren. Das sind die Bösen und da ist das Böse her. Und da dann wird es lauter. Hier, wenn es weiter weg ist vom Magnet, und, leiser. Ding dort, aber weil das Haus so eine Symbolkraft hat und dadurch natürlich auch rechtsradikale Milde anzieht. Und das Problem aber gar nicht dabei das ist, sondern das, was es repräsentiert, nämlich diese nicht gemachte Aufarbeitung, vor allem auch innerfamiliär. Ich habe mich ja dann mit meiner eigenen Familie auseinandergesetzt. Ich möchte es mal festkleben, hier rundherum kleben. Aber der Kleber da ist nicht so gut. Hier der Kleber, der Brett ohne Lösungsmittel, 90% Natur, alles Kleber, der ist nicht so gut. Weil der hat mir das Papier angelöst, wodurch der hier drin jetzt hier fast eine Dölle hat. Also das habe ich hier rumgewickelt. Ich habe mir Mühe gegeben, das einigermaßen hinzukriegen. Leider geht das hier nicht spielfrei da rein. Mal schauen, ist da noch Schmutz drin? Ich glaube ja. Eisenfallspäne sind da noch drin, die müsste man irgendwie rauskriegen. Da müsste ich diesen Metallring da irgendwie wegkriegen. Oder den, ja, ich muss das irgendwie, anders machen, aber. Regen, und da haben wir gedacht, es kommen 20 Personen vielleicht. Und da waren es fast 200, die 2 Stunden, also 99 Minuten im strömenden Regen den Film angesehen haben. Die Spule geht kaum rein hier. Die rein tut, dann klemmt sie fest. Wir haben so lange auf diesen Film gewartet und endlich ist er da. Es geht in dem Film auch um das Klischee. Das ist aber funktioniert schon. Nicht Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist ganz woanders zu Hause. Und dieser Klischee, die muss ich mal außenrum festmachen. Und sie ernst nimmt und mal festkleben da außen. Das war und ist, er war auch ein Riesenerfolg dort im Kino. Das war extrem bewegend. Ja, und war auch hier jetzt im Hof ein Erfolg im Kino und hat auch einen Preis bekommen, den Hans Vogt Filmpreis der Stadt Rehau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank, ja, eine große Freude. So kann man Lautsprecher selber bauen. Ja. Gut, es geht wieder raus, ja. Ja, durch den Bass springt hier wieder raus. Und kommt der Film tatsächlich jetzt auch in die Kinos? Ist ja bei Dokumentarfilmen nicht ganz so einfach. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Hier die 2 habe ich dann angesteckt, hier an das Kabel und das an dem Radio. Lautsprecherausgang. Dass sie mit dem deckt, was jetzt gemacht wird. Wir hatten wahnsinnig viel eben Auseinandersetzungen, Debatten in Österreich und da war, es läuft jetzt schon 8 Wochen im Kino, was für ein Dokumentarfilm in fast 40 Kinos unglaublich gut ist. Und wir sind jetzt dabei, aber im Kinostart in Spanien da drin, und hoffentlich auch, wir sind dabei, das aufzubauen, auch in Deutschland. Wir haben viele, viele Anfragen von deutschen Kinos, also wir hoffen, dass das in Frage dann losgeht hier auch. Wie merkt man das? Wer hat Angst vor Braunau? Günter Schweiger, vielen herzlichen Dank. Und ich würde sagen, ich klebe das hier außen drum mal fest. Ich mache da mal Klebeband jetzt rein, also Kleber jetzt darum. Also nur hier außen rum. Normal ist da noch eine Membran und da eine Membran. Ich mache jetzt hier mal Kleber rum und klebe das nur außen fest. Nur außen hier das Papier da reingeklebt und dann gucken, wie es sich dann anhört. Das da. Und hier die Spule sollte noch ein bisschen tiefer. Dann mal gucken, ob ich die noch ein bisschen da reinkriege, ein bisschen tiefer. Sollte aber nicht angehen und auch das da sollte weg, das Witzel, damit die da sich nicht spisst. Die soll sich nicht spissen. Die sollte möglichst frei schwingen in den Magneten und dann müsste das funktionieren. Probieren wir mal, testen wir mal. Ist auch viel Bass kann er nicht. Ich habe jetzt geklebt hier und
Dabei aber auch Wolken, diese... Habe ich das Spiel genossen. Entschuldigung. Wird es allerdings nicht geben heute Nacht. Im Moment haben wir Temperaturen von 7 bis über 10 Grad. Außerdem immer noch ein starker Wind hier im Bayern-Dreiland. Und der Wettertrend dann, wie gesagt, heute Nacht kein Regen. Temperaturen um... Aufgeregt heute gewesen. Wieder... mit der Mannschaft auf dem Platz zusammenzustehen, das wieder erleben zu dürfen, das ist ein Geschenk für mich. Und hat sich sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Und dann war es natürlich auch also, ein skurriles Spiel nicht angehen mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Aber warum soll es immer einfach gehen, ne? Ja, für den VfB Stuttgart ist in dieser Saison bisher auch vieles einfach gegangen. Heute aber nicht. Die Stuttgarter verlieren zu Hause gegen Hoffenheim mit 2:3. Philipp Sommer. Ohne Serro Girassi fehlt dem VfB Stuttgart die Effizienz vor dem Tor, deshalb verliert Stuttgart mit 2:3. Da habe ich ihn angesteckt, die Spule. Mit rasenschnellem Umschaltspiel durch Prömel und Weghorst in der 4. und 21. Minute in Führung. Weghorst per Elfmeter. Stuttgart verschoss dann einen Elfmeter durch Dennis Undaff nach einer halben Stunde. Baumann lenkte den an den Pfosten. Führigs Anschlusstreffer wurde gekontert durch Skos. 3:1 nach dem Wechsel. Undaff macht es nach 73 Minuten nochmal spannend. Anders trennt er. In Augsburg Richtung Donauwörth, kurz vor Nordendorf, 120 ist erlaubt. Ja. Danke dir fürs Bescheid geben, wenn ihr auch einen habt. 0800 994 9000. Gute Fahrt. Die Top 40 auf Antenne Bayern. Euer mal weg. Die Content-ID leider. Mal nur einen Sprachsender suchen. Funktioniert? Deckungslos und dafür treffsicher ins eigene Tor. Robin Knoche köpft in der 39. Minute eine Freistoßflanke über Torwart Rönne ins eigene Netz. Und spätestens nach der roten Karte für Rani Khedira nach einem Tritt in die Rippen seines Gegenspielers nach einer guten Stunde war das Spiel entschieden. Marvin Duck straf in der 75. Minute zum 2:0 für die Bremer, denen ein spielerisch biederer, aber engagierter Auftritt reichte, um nach 3 Niederlagen hintereinander das Mal wieder als Sieger zu verlassen. Bei Union leistete sich Leidoni kurz vor dem Schlusspfiff noch einen Griff ins Gesicht seines Gegenspielers. Schiedsrichter Stieler drückte alle Augen zu und doch war die Szene sinnbildlich, dass die Nerven bei den Berlinern komplett blank liegen. Unter Druck stand auch Gerardo Sioane, Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach dem 1:3 im Derby gegen den ersten FC Köln am letzten Spieltag. Okay, heute gewinnt sein Team mit 2:1 gegen Lautsprecherreparatur, Lautsprecher bauen, bis da kann ich halt noch da durchmachen und da anstecken. Natürlich hätten wir gerne aus dem Spiel ein bisschen zu mehr Gefahr gesorgt. Schlechten Lautsprecher, leider etwas steppert. Das müsste man besser bauen, natürlich, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten wurde es normal ein wildes Spiel. Es ist uns nicht gelungen, den Ball in eigenen Reihen zu halten, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Man merkt auch, was aber immer auch wenn ich da angeht, in dieser Phase, wo wir uns befinden. Die Mannschaft wurde nach dem Schlusspfiff gefeiert von den Fans, anders als zuletzt nach dem Derby in Köln. Wie wichtig ist auch dieser Sieg für diese Verbindung Mannschaft, Trainer, Borussen-Fans? Ja, unser Sport lebt natürlich immer von den Resultaten, aber die Resultate sind immer dann auch die Konsequenz der Arbeit oder der Spielweise. Und ich glaube, die Zuschauer haben heute ein Team gesehen, das gekämpft hat, das viel gelaufen ist, das aber auch versucht hat, offensiven Fußball zu spielen, auch im Ballbesitz, dass man auch bemüht war, schnell nach vorne zu spielen. Okay, dann bis zum nächsten Video.